Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warships. Zu Anfang möchte ich sagen, die Runde habe ich nicht live kommentiert, also die ist jetzt nachkommentiert. Ich werde euch ungefähr meine Gedankenzüge nochmal wiedergeben, was ich zu der Runde gesagt habe. Dazu muss ich sagen, ist es schon etwas länger her. Aber nichtsdestotrotz, wir sind frisch in die Runde reingekommen, nicht sehr viel Erfahrung in diesem Modus gehabt und ja. Schauen wir doch einfach mal, wie es läuft, habe ich mir so gedacht. So, als erstes haben wir denn da erstmal ja, unseren gleichnamigen Gegner auf der gegenüberliegenden Seite. Da habe ich gesagt, super, fängt ja schon mal sehr toll an. Dass wir uns hier gegenseitig schon mal die Großen aufs Fressbrett geben. Zum Glück habe ich da, ne, da den Zettel gekriegt, sonst hätte ich gesagt, okay, mache ich weiter. Und ich habe natürlich das Glück gehabt, von beiden Seiten beschossen zu werden. Dachte ich mir, scheiße. Stellst du den Gegnern erstmal nicht unbedingt die Breitseite zu. Und habe mich dann erstmal um den nervigen Kollegen da hinten gekümmert. So, zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass das eventuell vielleicht ein Fehler sein könnte, dass ich mich nicht um den anderen gekümmert hätte. Weil was euch denn oben direkt auffällt, der hat jetzt ein Power-Up, dass der verkürzte Ladezeit der Verbrauchsmittel hat. Das kann ich ja schon mal so sagen. So, ich natürlich Glück gehabt, dass er jetzt hier. Naja, was heißt Glück gehabt? Ich habe absolutes Pech gehabt, dass die nicht getroffen haben. Sondern absolut alle ins Wasser gegangen sind. So habe ich mir gedacht, scheiße. Jetzt wirst du von denen auseinandergenommen. Weil ich habe dir einen den Zieler gezeigt, den anderen nur die Spitze. Der hat mit Brandmunition gespielt. Also von daher war es ein bisschen heikel. Aber nur ein bisschen. So. Ich wollte einen Crash vermeiden, weil man sieht, er dreht ein, er will mir unbedingt einen verpassen. Habe ich gesagt, nee, Kollege, das mache ich nicht. Ich gebe mal lieber Gas. Da siehst du, er wollte voll auf Crashkurs gehen. Er wollte einfach mal einen Crashkurs in den Rahmen machen. Hat er zum Glück nicht hinbekommen und ich gebe ihn erstmal mit dem Secondary schön aufs Fressbrett. Das hat ihn bestimmt ordentlich wehgetan. So. Und dann habe ich ihn hinten aufs Fressbrett gegeben. Schön von hinten einen reingewirkt. Das kann man jetzt auch falsch verstehen, aber ihr wisst ja, wie ich es meine. So, der Vorteil liegt jetzt klar bei mir, also habe ich ein bisschen mich entspannt und mir auch keine Sorgen gemacht, dass der andere mich jetzt downt. Da ich ja Heilung drauf habe, wie ihr unten seht, regeneriert mein Schiff auch wieder ein bisschen was. Also haben wir ihn erstmal versenkt hier, den einen habe ich gesagt, okay, jetzt ist der andere erstmal dran. Weil ich wusste, der hat nur schnelleres Nachladen, beziehungsweise schnelle Verbrauchsmittel und keine Heilung, also gebe ich den erstmal aufs Fressbrett. Und ich habe gesehen, okay, der ist erstmal mit den Computern beschäftigt, also mische ich mich dann mal mit ein. Hat auch relativ gut geklappt, ich habe ihn ordentlich was gezogen. Glatter Durchschlag, würde ich mal sagen. So. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, lass die Computer erstmal machen. Ich fahre den jetzt erstmal hinterher und gehe erstmal so ein bisschen auf den Senkel. Ja, weil ihr seht, oben gibt es ein paar Verbrauchsmittel, die, naja, beziehungsweise Verbesserungen, die nicht gerade praktisch waren. So. Er meinte dann aber natürlich, auf mich eindrehen zu müssen, was natürlich nicht ganz so toll war. Da habe ich gedacht, okay, versuchen wir mal die gleiche Taktik wie beim anderen. Dass wir uns breitseitig hinstellen, beziehungsweise ihn ranlocke und dann ihn in eine ungünstige Position locke. Das hatte doch mal auch gut geklappt. Ich habe ihn erstmal aufs Fressbrett gegeben. Und dann wollte ich mit der Spitze auf ihn zufahren. Weil geringere Trefferfläche bieten, ne? Ist ja logisch. Erstens wegen der Secondary, zweitens wegen seiner Hauptgeschosse. So, dann habe ich erstmal mir gedacht, warum dreht er jetzt auch ein? Will er sich jetzt wieder rammen? Oder was geht da bei dem vor? Okay, habe ich gesagt, okay, machst du es wieder wie beim anderen? Erstmal Rückwärtsgang einlegen, ne? Ich möchte nicht unbedingt gerammt werden. Habe ich gedacht, okay, konzentrierst du das Feuer auf die Hauptbatterien, dann kann er dich schon mal da nicht gleich mit hitten. Also kann ich ihm vielleicht so ein bisschen Schaden zufügen. Hat ihn allerdings nicht ganz so geklappt, wie ihr gerade seht. Er kommt immer näher und näher und näher. Und ich denke mir so immer noch, scheiße, scheiße, scheiße. In dem Moment, in der Sekunde, denke ich, jetzt hast du einen Fehler gemacht, jetzt hat er dich. Verzweifelt habe ich dann versucht, das Feuer zu öffnen, aber ja, da hat er mich denn
bisschen ausgetrickst. Ich versuche noch so ein bisschen auszuweichen. Aber dann natürlich im spannendsten Moment, wie es halt immer ist. Ladehemmung. Und was passiert nach einer Ladehemmung im Online-Spiel? Richtig, Absturz des Internets. So. Um euch ein bisschen was vorwegzunehmen. Ja, was soll das Spiel dann wieder geladen? Nach einer gefühlten Ewigkeit, also 30 Sekunden. Und siehe da, ich habe überlebt. Er hat sich selbst versenkt. Glorreich. Habe ich mir gesagt. Super, und ich hab's nicht gesehen. Dann gucke ich oben drauf. Ein Zerstörer. Das wird interessant. Erstmal so nah angemacht, weil so nah kann man bekanntlich die Torpedos sehen. Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass das kleine Biest ziemlich hinterhältig ist. Also musste ich erstmal ihn ziemlich hart suchen. Ich habe gesagt, okay, bevor er zu mir findet und ich nur einigermaßen mittelmäßig ausgestattet bin, kurse ich ein bisschen umher und sammle ein paar Verbesserungen ein. Zum Beispiel hier einmal dieses Geschütze schneller nachladen, dass meine Geschütze schneller nachgeladen sind. Wenn ich zum Beispiel die Munition wechsle, dann ist es nur auf der Hälfte. Dauert es nur 7 Sekunden, wenn ich von Brand auf Panzerbrechend wechseln möchte. Erweist sich als sehr vorteilhaft dann später. Oder zum Beispiel die verbesserte Lenkung, dass ich schnell den Torpedos ausweichen kann und flexibler bin. Bei so großem Schiff gar nicht mal so unwichtig, wie sich später auch herausstellt. Also habe ich dann erstmal die einzelnen Punkte abgegrast und mich ein bisschen aufgebessert. Natürlich noch ein bisschen Leben generiert, ne? Torpedos sind ja auch nicht ganz ungefährlich und ziehen auch nicht wenig. Was ich da gemacht habe, weiß ich nicht. Ich habe keinen Plan, warum ich jetzt diesen Schuss da drauf abgefeuert habe. Wahrscheinlich bin ich mit der Taste ausgerutscht oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass ich dieses Gameplay gemacht habe. So, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, scheiße, so nah ist dann wieder ein bisschen aufgebracht. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen wehrlos. Jetzt muss ich mich erstmal darauf verlassen, ja, dass sich alles so ausreicht, was ich da eingesammelt habe. Erstmal die Geschütze so ein bisschen gedreht, dass ich eventuellerweise die Gefahr ins Auge blicken kann direkt. Und ich weiß, dass ich ziemlich viel gerade rede, aber nachsynchronisieren ist irgendwie immer so bei mir, dass ich viel rede. Aber ihr wollt ja auch schließlich was lernen, habe ich gesagt. Oh, scheiße. In dem Moment. Scheiße, jetzt kommen gleich die Trops, weil er hat mich entdeckt. Das geht nicht gut. Allerdings wusste ich nicht, dass es nicht der Kleine ist, sondern unsere netten Freunde in Orange, die sich da angekündigt haben. So, ich erstmal dann geguckt, okay, von wo kommen denn Torps? Erstmal versucht so ein bisschen Schlangenlinien zu fahren. Da habe ich gesagt, oh, da hinten ist er ja. Natürlich, ich Idiot, vergessen, du hast ja Panzerbrechen drauf, das könnte ein bisschen doof enden. Aber ich habe gehofft, dass mein Secondary das schon irgendwie regelt. Am Anfang sah es noch relativ gut aus. Dann allerdings meinte dieser kleine, naja, Zerstörer zu meinen, eine Nebelwand zu legen. Das werdet ihr noch gleich sehen. Nämlich da, diese Nebelwand. Da habe ich mir gedacht, scheiße. Auf den Kampf lässt du dich jetzt erstmal nicht ein. Kümmere ich mich erstmal um diese nervigen Begleiter da hinten. Diese Invasoren. Habe ich mich erstmal um die gekümmert. Mein Secondary kümmert sich um den einen. Ich habe mich mit der Hauptgeschütze um die anderen gekümmert. Lief ganz gut. Allerdings hat mich das ein bisschen betrüppelt, dass ich da keinen Zeter getroffen habe. In der Zwischenzeit hat meine Secondary den anderen versenkt. Da habe ich mir gesagt, oh, jetzt geht's aber richtig los hier. Drei Stück auf einen Haufen. Na, das wird ja spaßig. Hab gehofft, naja, vielleicht treffe ich mal wieder was. Nein, war auch nicht der Fall. War sehr enttäuscht, dass ich da keinen Zeter getroffen habe. Ich meine, der zeigt mir volle Kanne die Breitseite und ich. Ja. Gut, der streckt mich erstmal in Brand, habe ich erstmal gesagt, nicht schon wieder. Und ich habe keine Heilung. Ich habe das natürlich alles verbraucht. So, und dann habe ich ihnen alles zurückgegeben. Der Kleine, warum auch immer, schießt keine Torpedos. Ich war aber trotzdem so naiv und hab, beziehungsweise ich habe Vorsicht walten lassen und habe trotzdem so nah angemacht, falls er dann doch mal auf die Idee kommt. So, und dann habe ich Blut geleckt. Dann habe ich einen guten Treffer nach den anderen gelandet. Ihr seht auch schon, das Secondary wird deutlich ineffektiver. Also habe ich gedacht, super, jetzt hat er dich gleich. Jetzt hat er dich gleich am Zückerli. Also der Kleine. So. Aber den erstmal glorreicherweise gleich versenkt.
Er meinte, das war ein Vortreffer. Ich meine, das war absolut scheiße. Aber naja. Aber das geht schon gut in die Höhe. Wir sind jetzt bei 182.000. Das ist schon ganz ordentlich. Also für die ersten Runden so. Den haben wir dann versenkt. Habe ich mir gedacht, okay. Wo treibt er sich denn rum? Wo ist dieses kleine Biest jetzt? Wo kann es nur sein? Habe erstmal reparieren angemacht, um ein bisschen Leben mehr zu haben. Hatte keine Lust auf Torps. Entdeckt war ich auch nicht. Und ich habe erstmal auf Brandmunition konsequent umgewechselt. Ne? Also. Man lernt aus seinen Fehlern. Habe ich zumindest gehofft. Das war auch zum Glück so, aber. Naja. So, ich dann erstmal geguckt, okay, wo könnte er sein? Fahre ich mal ein bisschen rum, weil standhaftes Ziel ist nicht so pralle. Habe ich ihn gesehen? Okay, er hat mich entdeckt. War er bestimmt da hinten bei seiner alten Position, hat sich da hinten hinter diesen kleinen, großen Felsen dann versteckt und wirft dann gleich Torps auf mich. Also habe ich da schön hingeachtet, wann kommen die Torps? Wann kommen sie? Habe ich gedacht, irgendwas Komisches. Habe ich gesehen, oh, ich bin ja gleich aus dem Bereich raus, erstmal schön Rückwärtsgang eingelegt. War gar nicht mal so dämlich, dass ich den Rückwärtsgang eingelegt habe. Wie sich später herausgestellt hat, nämlich in spätestens einer Minute, habe ich dann gemerkt, oh, das war doch gar nicht mal so schlecht, was ich da gemacht habe. So, da ist dann nämlich der Kleine zu sehen. Ich brenne mal wieder. Er hat natürlich wenig Leben. So, da kommen nämlich die Torpedos und brennen alle ab. Beziehungsweise haben sie alle aus Reichweite. Ich lasse mir natürlich die Chance nehmen und zack, habe ich fast versenkt. Der verpisst sich natürlich dahinter wieder. Was auch sonst. Hab ich es gehofft. Oh, scheiße. Jetzt kommt er gleich und haut dich weg. Jetzt kommt er gleich und macht dich alle. Brände heilen konnte ich nicht, aber gut, mein Schiff hat sich da selber gegen geheilt. Fand ich ganz witzig. Hat ein bisschen den Schaden reduziert. Hab ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Jetzt verliert euch, Freunde. Warum fahre ich da jetzt gegen? Warum? Und warum kommt er wieder raus? Der weiß doch, dass ich stärker bin. Also gut. Anvisieren und beenden das Ding. So, haben wir fast 190.000 Schaden gemacht. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Etwas anders. Aber diese Woche kommt noch ein zweites Gameplay. Wir sehen uns dann bei Just Cause 4 nachher. Also reingehauen. Ciao, ciao.